So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das sind die brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 19. Für 6 Euro. 6 Euro kostet eine Wundertüte, die brandneuen und aktuellen. So, es gibt immer wieder Feuerpacks. Ihr wisst, was ich meine. Sehr viele Wundertüten von Ninjago. Ich habe auch schon sehr, sehr, sehr viele aufgemacht. Ich kann es behaupten, guckt auf meinen Kanal. Es gibt auch welche dabei, die sind Schrott. Und ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, diese gehören dazu. Warum gehören die neuen Ninjago Wundertüten dazu? Ganz einfach. Schaut euch die Figuren an, die ihr nur kriegen könnt. Es sind verdammt alte Figuren, die wir schon überall drin haben. In Magazine, in Comics, in Wundertüten, in Wundertüten, in Wundertüten, in Wundertüten und wieder eine andere Wundertüte. Ja, für Leute, die vielleicht jetzt erst angefangen sind mit Ninjago und Bösewichter und die Minifiguren zu sammeln, ist das natürlich aktuell richtig cool. Es sind ältere Lego Ninjago Minifiguren. Ist leider so. Und welche immer drinne sein wird, das möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe hier 5 Stück. Da ist die Quote, dass ihr das gleiche drin habt, wahrscheinlich ziemlich, 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 ziemlich hoch. Warum? Wenn ich jetzt 5-mal dasselbe drin habe, wird er es auch haben. Oder 4-mal ist die Quote trotzdem ziemlich hoch. Aber nichtsdestotrotz öffne ich in diesem Video 5-mal die brandneue und aktuelle Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 19. Für 6 Euro. 6, 12, 18, 24, 30 Euro liegen hier. Und ganz ehrlich, ich brauche davon keine Figur. Wenn ihm, aber da ist auch schon dreistellig bei mir geworden. Ihr kennt meine schwachsinnigen Videos von früher. 100, 110, glaube ich, geworden an Minifiguren. Sonst alle anderen, nein, nicht wirklich. Aber welche Figuren jetzt immer da drinne sein werden, das möchte ich euch zeigen. Vielleicht könnt ihr sie ja gebrauchen. Deswegen mache ich ja das Video. Wenn ihr die Figuren nicht braucht, spart euer Geld. Kauft euch lieber ein kleines Set oder sowas. Oder eine passende Minifigur einzeln, wenn ihr sie wollt. Habt ihr mehr von. Aber wir gucken uns mal. Ist ein altes, kennen wir, ist eine limitierte Karte vorne dran. Es ist, ja, es ist nicht schlecht. Ist ein Bösewicht, Schlangenkopf. Ich mag die Schlangenköpfe mit den Tentakelbeinen. Ja. Man kann ihn haben. Wer ihn nicht hat, wunderbar. Dazu eine limitierte Karte, die auch schon Serie 7 ein bisschen älter ist. Trotzdem eine limitierte Karte. So, nächste ist ein Comic. Hey! Ja, daraus habe ich ja damals mal den schwarzen Ninjago gebaut. Es passte wunderbar mit dem Feuerdruck auf dem Brust. Ja, er hat was. Wollen wir sagen, aber braucht man nicht mehr wirklich. So, dann steht hier drin, Sammelkarte, limitierte Karte oder Booster. Damit meine Idee wollte ich euch nur zeigen. So, kommen wir nun zur zweiten neuen Helden Power Wundertüte. Und wie gesagt, wenn ihr euch schon einige gönnt habt oder aus reinem Zufall vielleicht 2 schon, was hattet ihr drin? Schreibt es für alle anderen Zuschauer in die Kommentare, weil wir wollen ehrlich sein. Für 6 Euro so eine Wundertüte, da gibt es schon kleine günstige Sets für. Fast ein bisschen mehr und günstige Sets, die cooler sind. Ja, limitierte Karte. Und wieder ein Comic. Ja, aber ein anderes. Ja, Kumpel Kai. Booster-Tütchen Serie 8.
Kumpel Kai. Ja. Kommen wir jetzt zum dritten. Power-Wundertüte. Nummer 19. Ja. Die schon mal doppelt. Die einzeln. So. Ein Comic. Kumpel Kai. So ein Magazin wird immer drin sein, weil da ist immer eine limitierte Karte drauf. Aber dass es immer das Gleiche jetzt ist, ist natürlich die weit unten. Grausam. Ihr seht schon, wo die Tendenz hinführt. Diesen werdet ihr bestimmt drinne haben. Vielleicht hattet ihr auch schon drinne. Schreibt es in die Kommentare. Kai, die Quote ist nur nicht ganz gut da, deswegen öffnen wir jetzt erstmal die vierte Wundertüte. Wer ahnt es schon? Ja. War doch eigentlich so cool, der Schlangenkopf. Ich hatte ihn ja auch damals umgebaut in den normalen Schlangenkopf mit die Beine. Warum? Der hat einen besseren Druck. Dieser Schlangenkopf hat einen besseren Druck. Das dazu. Ja, der ein oder andere weiß es noch. Guckt euch den Druck genau an. Dieser Schlangenkopf und die normalen mit den Füßen. Dieser Druck gefiel mir viel, viel besser. Ich habe es auch mal in so einem Video gezeigt, umgebaut und dann wie sie unterschiedlich aussehen. Ich finde diesen Brustbedruckung viel, viel cooler. Aber ihr seht, könnt ihr auf jeden Fall haben. Wenn ihr gerne einen davon haben wollt, weil ihr eben auch vielleicht die Brustbedruckung oder es mal nachstellen wollt, diesen Schlangenkopf habt ihr in die Wundertüte auf jeden Fall. Und Kumpel Kai ist natürlich auch an Start. Ich habe jetzt vier Stück aufgemacht. Dreimal Kai. Einmal Klon und viermal den Schlangenkopf. Ja, damit sorge ich mir natürlich, weil ich habe so viele mit diesen Kraken. Da gefällt mir das besser wirklich mit den Beinen. Aber weil man ja die Beine nicht bedruckt kriegt, muss ich mir davon schwarze Füße besorgen oder eben die Bedruckung mit anderer austauschen. Und mal gucken, wie es aussieht, nur mit schwarzen Füßen. Ich muss mal gucken. Aber stellt es nach, dann wisst ihr, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz ist hier jetzt die fünfte und erstmal letzte brandneue und aktuelle Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 19 für 6 Euro. Pro Figur 3 Euro rechne ich, weil die Magazine brauche ich wirklich nicht mehr. Ist natürlich eine Hausnummer, weil ich brauche sie nicht mehr. Den eventuell, wie ich gesagt habe, umbauen oder sowas. Dann passt das schon. Aber trotzdem. Seid bitte ehrlich. Wie findet ihr die Wundertüte? Was haltet ihr davon? Habt ihr euch schon ein oder mehrere gekauft? Und wenn ja, hattet ihr was anderes drin? Für alle anderen Zuschauer. Aber jetzt kommen wir zur fünften und letzten erstmal für heute. Vielleicht öffne ich nochmal ein paar, um es nochmal zu bestätigen. Aber wie gesagt, spart euer Geld, wenn ihr davon keine Figur braucht. Und ihr seht es, er ist auf jeden Fall dabei. Wenn ihr ihn gerne mal haben wollt, könnt ihr euch eine Tüte kaufen. Die ist bestimmt da drin. 5 Stück aufgemacht, 5-mal Schlangenkopf. Dann passt das schon. Limitierte Karte. Ich muss mal etwas gucken. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Hier steht er nämlich, ich habe ihn hier vorne mal stehen. Eine Seite goldenen Arm. Da hat die Bedruckung, finde ich, viel, viel schöner. Aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache.
Und ein Kumpel Kai sind wir dran vorbeigekommen. Aber wie gesagt, wenn euch ein oder mehrere Wundertüten gönnen wollt oder schon gegönnt habt, ist das Geld zu schade, würde ich sagen. Wenn ihr euch schon eine geholt habt, passt es. Wenn ihr natürlich ihm haben wollt, wegen der Bedruckung, weil ich das gerade gesagt habe, selber mal nachstellen wollt, kauft euch eine. 6 Euro kostet eine Tüte. Ihr müsst überdenken, dann rechnet um 3 Euro für eine Figur. Ist natürlich noch ein guter Preis, aber wenn man es nicht braucht, weil ihr kriegt ja dazu wahrscheinlich Kai. Aber wie gesagt, wenn ihr euch schon einige gönnt habt, schreibt mir und für alle anderen Zuschauer in die Kommentare, was ihr drin hattet. Ich werde natürlich irgendwas von den neuen Lego Ninjago Sets unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall von den neuen Sets. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste ist ja sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.